Ich meine, wir brauchen jetzt eh erstmal Sicherheit. Wir brauchen jetzt einfach eine Aussage von denen. Wollen sie es machen mit uns oder nicht? Noch 12 Stunden. Dann hat Pascal eines der wichtigsten Telefonate seines Lebens. Er hat seinen Job gekündigt, weil er sich seinen Traum erfüllen will. Sein eigenes Start-up namens YourGrow. Morgen hat er ein Gespräch mit 4 Investoren. Da entscheidet sich, ob sie mit einsteigen und Pascal eine enorme Summe in die Hand drücken. Es geht um einen 6-stelligen Betrag. Also du glaubst, sie wollen mega runtergehen, oder? Pascal spricht gerade mit Carsten, dem 2. Gründer von YourGrow. Es geht um die Strategie für morgen, den Entscheidungstag. Darum, wie viel YourGrow wert sein soll. Je höher der Wert, desto mehr Kohle gibt es. Okay, das heißt, also die werden erstmal reden lassen. Dann werden sie uns den Wert natürlich auch mitteilen, werden dann wahrscheinlich ihre Argumente auch haben. Sehen wir uns morgen um 8. Sage ich ciao. Wir haben gerade einfach so ein paar Szenarien durchgesprochen und dann raufe ich mir manchmal die Haare, weil ich mir dann denke, ja, das muss jetzt echt nicht sein. Es ist halt in dem Fall echt nicht planbar, was da morgen passiert. Und das erzeugt eine gewisse Unsicherheit. Gute Nacht. Und daran hängt für Pascal alles. Das ist seine Geschäftsidee. Ein smarter Pflanzkasten für innen, der Kräuter und Gemüse automatisch bewässert und mit Licht versorgt. Eine App steuert das System. Bis jetzt gibt es aber gerade mal diesen Prototypen. Der Rest ist Pascals Vision vom Neustart, von der eigenen Firma. Damit das klappt und das YourGrow-System irgendwann im Laden steht, braucht Pascal das Geld der Investoren. Dringend. 2 Monate vorher. Wir treffen Pascal Wolf zu Hause. Es ist der letzte Tag in seinem alten Leben. Zum letzten Mal geht er zu seinem Job bei einem Münchner Unternehmen. Ein ganz normaler Bürojob, Festanstellung, gutes Gehalt, Business Developer. Neben seinem Beruf arbeitet er seit 1,5 Jahren an seinem Start-up und dafür will er nun alle Sicherheiten aufgeben. Also jetzt geht's halt richtig los für mich. Also jetzt setze ich alles auf eine Karte. Bisher war man immer natürlich ein bisschen fremdgesteuert, völlig klar im Arbeitnehmerverhältnis. Ich habe schon extrem viele Freiheiten gehabt, aber jetzt können wir selber gestalten. Und das ist schon bedeutend für mich, ja, das zu machen. In seinem Hemd und mit den gegelten Haaren wirkt Pascal so, als würden Excel-Tabellen besser zu ihm passen als der Hightech-Pflanztopf. Aber die Idee für YourGrow verfolgt Pascal schon seit dem Studium. Gemüse soll nicht auf dem Balkon, sondern in der Wohnung wachsen, ganz nachhaltig. Ein neuer Hype. Wir haben von der Technologie dann mal gelesen, die gibt es ja schon im großen industriellen Maßstab. Und dann haben wir wirklich als Studentenprojekt oder als Freizeitprojekt das selber gebaut und gemerkt, es funktioniert viel, viel besser. Tatsächlich damals mit einer Sonnenblume getestet. Und dann hatte die Sonnenblume in dem Wasserrohr, nenne ich es jetzt mal, irgendwie 10-fache Biomasse nach der gleichen Wachstumszeit. Und dann haben wir gemerkt, okay, die Technologie kann schon was. Und dann, auch im ersten Jahr, wo wir angefangen haben zu pflanzen, habe ich dann angefangen, hier selber so Testsysteme zu bauen, das weiterzuentwickeln. Und dann war irgendwann klar, das wollen noch mehr Leute haben. Wenn Pascal einfach weiter im Büro arbeiten würde, würde er sicher Karriere machen. Aber er macht sich jetzt auf den Weg zu seinem allerletzten Tag als Angestellter. So richtig will er es sich nicht anmerken lassen. Aber wir haben den Eindruck, als wäre es kein ganz einfacher Schritt für ihn. Ein paar Stunden später. Pascal hat sich von seinen alten Kollegen verabschiedet und hat seine Sachen gepackt. Ab jetzt gibt's kein Zurück mehr. Also jetzt ist 100% YourGrow. Dann werden jetzt die nächsten Schritte sein, dass wir mit den Investoren sprechen, uns nochmal zusammensetzen, wie wir jetzt weiter vorgehen. Und dann die Gründung als nächstes, also dass dann wirklich die Unterschrift drunter sitzt und ich mich dann auch als Geschäftsführer eintragen lassen kann. Doch bis es soweit ist, muss die Firma dringend Geld auftreiben. Und es steht noch eine andere große Entscheidung an, die Pascals Leben verändern wird.
Bis jetzt ist seine Wohnung Büro, Werkstatt und Firmensitz in einem. Flo Hetzner ist der Techniker im YoGrow-Team. Heute wollen sie das erste Mal den neuen Prototypen zum Laufen bringen. Okay, dann würde ich sagen, dass wir als nächstes den Füllstandssensor an den Start bringen. Okay. Und dann sollte das eigentlich passen. Dann machen wir noch einen Funktionstest. Heute bauen wir die zweite Version unseres Prototypen zusammen, an dem wir die komplette Elektronik inklusive Sensorik, App-Funktionalität, Lichtkonzept, was wir selber entwickelt haben, also im Grunde genommen alles zeigen können, was am Ende die Einzigartigkeit vom Produkt ausmacht. Und wenn wir den heute fertig bekommen, können wir den nächste Woche dann den Investoren zeigen und dann da den nächsten Schritt machen. Gut, also jetzt kannst du im Endeffekt das Wasser einfüllen und dann sehen wir, welchen Wert er uns im vollen Zustand ausgibt. Und dann können wir daran unsere Messkurve bestimmen. Der Sensor muss richtig anzeigen, wenn genug Wasser im Pflanzkasten ist. Später soll er den Käufern sagen, wann nachgefüllt werden muss. Das System soll so einfach wie möglich bedienbar sein. Damit das klappt, muss am Laptop jetzt der richtige Wert ankommen. Da können wir uns gleich mal die Ausgabe von unserem Mikrocontroller anschauen. Und der Tank ist jetzt voll und er gibt uns die 100% aus. Das hat ziemlich viel Nerven gekostet im Endeffekt, weil das, was wir jetzt hier sehen, die Hardware, haben wir bei einem Schreiner in Auftrag geben lassen. Er hat das als CNC gefertigt. Und es hat ein bisschen gedauert durch Corona tatsächlich. Der ist nicht mit seinen Aufträgen dann hinterhergekommen. Der musste auch einen Shutdown machen. Und deswegen, wir sind noch im Zeitplan, aber es ist schon gut, dass wir jetzt endlich hier sein können. Weil die Investoren möchten das jetzt tatsächlich auch sehen, dass wir das alles zusammenbringen können, die einzelnen Komponenten. Durch ihre Kästen sollen Böden und Klima geschont werden. Bisher ist das aber nur ein Versprechen, genauso, dass sie damit Geld verdienen können. Trotzdem müssen sie schon jetzt sehr konkrete Entscheidungen treffen. Und zwar, wo ihr Start-up seinen Firmensitz haben soll. Um das zu klären, haben Pascal und Flo heute noch einen Trip vor. Wir fahren nach Leipzig, weil einer unserer Mitgründer in Leipzig wohnt. Und warum wir uns Leipzig anschauen, ist, dass Leipzig und Sachsen an sich eine sehr gute Förderlandschaft hat. Das hat Bayern auch, das ist gar keine Frage. Bloß, dass wir jetzt gemerkt haben in den vergangenen Monaten, dass Leipzig und auch das Land Sachsen schon Interesse daran hat, auch junge Startups, die aus dem nachhaltigen Bereich kommen, zu fördern. Und ich sag mal, die gibt es in Bayern wahrscheinlich auch, bloß bisher hat uns in Bayern keiner die Tür aufgemacht. Und in Leipzig haben sie uns die Tür aufgemacht und deswegen wollen wir uns das mal anhören. Wunderbar. Pascal, was meinst du? Sehr gut, aufräumen, essen, Leipzig. Wunderbar, los geht's. In Leipzig wollen sie sich morgen drei mögliche Büros anschauen. Seit dem Vormittag haben sie gebastelt und geschraubt. Und jetzt noch 4 Stunden nach Leipzig. Gründeralltag. Und selbst während der Fahrt wird weitergearbeitet. Für Pascal und Flo ist die Fahrt nach Leipzig aber mehr als ein reiner Arbeitstrip. Es ist eine Fahrt in die Stadt, die vielleicht auch privat ihre neue Heimat wird. Denn klar ist, wenn YoGrow seinen Firmensitz in Leipzig hat, werden die beiden früher oder später auch dorthin ziehen. Ja, ist schon ein bisschen Unsicherheit, wie das dann tatsächlich, ob das dann auch alles so klappt in meinem privaten Umfeld. Da hängt ja für mich persönlich schon noch ein bisschen was dran. Ich habe jüngere Geschwister. Die jüngste ist, die wird 15 dieses Jahr. Zu der habe ich schon eine recht enge Bindung. Und jetzt aktuell bin ich von München, bin ich bei ihr innerhalb von 2 Stunden. Also wir sehen uns auch recht häufig, weil ja, es ist einfach eine enge Bindung da. Und dann auch zu den anderen Geschwistern, die ich immer gerne sehe, also schon ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und von Leipzig aus sind es dann halt 5 Stunden mehr, also statt 2 Stunden 7 Stunden. Das fährst du halt nicht mal eben so an einem Samstagmorgen. Aber warum dann unbedingt Leipzig? Eigentlich gilt München als der wesentlich größere Start-up-Standort. Das muss man ehrlich so sagen. Dadurch, dass München dieser Hotspot ist, drängen hier natürlich auch extrem viele junge Unternehmen hin. Das heißt, du bist halt hier, weiß ich nicht, einer unter 1000 meinetwegen. Und in Leipzig bist du halt einer von 100.
ne? Also, oder einer von 50. Also das heißt, du hast weiterhin die gleich gute Idee und das gleich gute Konzept, bloß hast auf einmal ein höheres Gewicht. Sie haben das Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich auf der linken Straße. Das ist ja doch. Ah nee, das ist ein Feuerwehrzugfahrt. Die soll ich vielleicht nicht zuparken. Ja. Kurz vor Mitternacht. Pascal und Flo kommen bei Carsten Kremser an. Da sitzt er schon. Er ist der Mitgründer von YourGrow, der schon seit 3 Jahren in Leipzig wohnt. Er hat auch die Termine hier eingefädelt. Pascal und Carsten waren vorher schon Arbeitskollegen. Aber Pascal hat ja bereits den Job gekündigt. Carsten arbeitet noch dort, will es aber bald wie Pascal machen, weil die Arbeit für ihr Startup immer mehr wird. Und das für eine Idee, die richtig schief gehen kann. Natürlich ist es immer komfortabel, ist dann auch mit 20 Jahren Berufserfahrung in einem Unternehmen zu einer Managementposition, ist man finanziell abgesichert, finanzielle Rahmenbedingungen, und das sind natürlich Themen, wo man sagt, okay, wie wird das jetzt alles? Und da habe ich aber ganz gutes Vertrauen, dass wir die Themen so weit entwickeln können, dass ich einigermaßen überleben kann. Diesen Spirit versuchen die Jungs immer an den Tag zu legen. Schwierigkeiten gibt es nicht. Alles ist machbar, gezweifelt wird nicht. So ganz kauft man ihnen diese Marketingfassade manchmal nicht ab. Schließlich geht es um ihre persönliche Zukunft. Und morgen soll sich entscheiden, ob YourGrow nach Leipzig zieht. Der nächste Morgen. Die drei haben einen Termin bei Investregion Leipzig, einer Agentur der Stadt, die Leipzig für Unternehmen schmackhaft machen soll. Sogar eine Vertreterin vom Land Sachsen ist gekommen. Man rollt YourGrow quasi den roten Teppich aus, obwohl die Jungs bisher keine Kunden und keine Finanzierung haben. Vor allem durch die günstigen Mieten, durch die guten Bildungsmöglichkeiten ist Leipzig sehr, sehr attraktiv für junge Familien, aber vor allem auch für Studenten aus Gesamtdeutschland. Mehr als 20% der Leipziger Haushalte sind unter 30 Jahre alt. Das merkt man massiv im Stadtbild. Und was auch mögliche Kunden für euch dann in Zukunft werden. Man merkt, hier gibt man sich richtig Mühe, um Gründer anzuziehen. Leipzig will zum Start-up-Hotspot werden. Reicht das, um Pascal dazu zu bringen, München hinter sich zu lassen und hierher zu gehen? Das hängt auch an der Frage, ob er hier ein geeignetes und günstiges Büro für YourGrow findet. Genau, mit Blick auf die Uhr würde ich vorschlagen, dass wir uns langsam losmachen. 3 mögliche Objekte hat der Vertreter der Stadt zur Besichtigung rausgesucht. Aber passt überhaupt der erste Eindruck? Sehr, sehr freundlich, sehr angenehm, das Gespräch. Genau, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Immobilien aussehen. Also wird bestimmt interessant. Genug Fläche muss das Büro haben, damit die Pflanzkästen gleich vor Ort montiert werden können. Und so ein bisschen Start-up-Flair wollen die Jungs auch haben. Was das angeht, ist das erste Objekt schon mal ein Reinfall. Ein schnödes Industriegelände außerhalb der Innenstadt. Wir dürfen nicht mit zur Besichtigung. Aber nach einem Start-up-Headquarter sieht es hier nicht aus. Und? Rustikal. Ja, muss man auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Da wäre halt alles drin. Also Teil für die Produktion oder Endmontage, Büros. So das Einzige ist, hier bist du ein bisschen außerhalb. Wenn es einen Minuspunkt gibt, dann wäre das einer. Da ist also noch Luft nach oben. Das zweite Objekt liegt in einem Leipziger Szeneviertel in einer ehemaligen Fabrikhalle. 800 Quadratmeter, um sich auszutoben. Hier zumachen, ne? Das hier, oder zumindest ein bisschen Trennwand rein. Haben's Tageslicht, kannst hier produzieren, da kannst du es rausfahren, rein und raus. Nächste Streifen, Testcenter. Ja, dann irgendwie eher Hockey. Man merkt, in Pascals Kopf fängt es an zu rattern. Du schlenderst hier gerade durch. Was siehst du gerade vom inneren Auge? Ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie man das gestalten könnte. Ich stelle so über Eck vor, dass man dann irgendwie so Ecken schafft. Irgendwie eine Kreativecke oder ähnliches. Also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, aber also wenn nur die Hälfte. Das ist echt groß.
Das klingt ja schon fast nach einer Entscheidung. Auch das dritte Objekt ist auf einem ehemaligen Industriegelände. Alles etwas rustikal, alles etwas unfertig. Das hier die Fläche, die, glaube ich, für euch nicht passen kann. Carsten, Pascal und Flo wirken interessiert, aber nicht begeistert. Drei potenzielle Büros angeschaut, Zeit ein Fazit zu ziehen. Pascal, was ist jetzt dein Ranking der Objekte, die ihr angeschaut habt? Ich finde das zweite aktuell besser, weil es jetzt in meinem Kopf gerade einfacher skalierbar ist, nenne ich es jetzt mal. Also das wirklich dann auf die Straße zu bringen, dass wir da einziehen und das erweitern, ist noch kein Ja, noch kein Nein, ne? Aber eine Tendenz ist da. Eine endgültige Entscheidung für oder gegen Leipzig fällt heute noch nicht. Ein bisschen Technik in einem Pflanztopf. Daran hängt für das Your-Grow-Team alles. Bis jetzt steht noch immer keine Finanzierung. Alles steht und fällt mit der Entscheidung, ob die Investoren einsteigen oder nicht. Zurück in München geht es weiter. Pascal, Flo und Carsten haben einen Termin beim Notar. Heute wird YourGrow offiziell als Firma gegründet. Dann Firmenkonto einrichten. Allein für die Gründung ihrer GmbH müssen sie 25.000 Euro einzahlen. Alles aus eigener Tasche. Die Kohle der Investoren, die fehlt noch auf dem Firmenkonto. Lagebesprechung beim Mittagessen. Also genau, das letzte Mal, als wir uns in Leipzig gesehen haben, stand ja die Frage im Raum, Firmenstandort Leipzig, ja oder nein? Ja. Wie ist die Entscheidung gefallen? Ja, es wird Leipzig. Das ganze Setup, das Umfeld, was wir uns angeschaut haben, auch wie wir da willkommen geheißen wurden, auch mit der Unterstützung, die uns da wirklich empfangen hat, gibt es nur eine logische Wahl und das wird auf jeden Fall Leipzig sein. Und wie geht es denn mit dem großen Schritt? Sehr gut. Absolut richtige Entscheidung. Ich glaube, ich habe es auch schon öfters gesagt, also YourGrow ist ein Lebensprojekt und wenn ich weiß, dass unser Baby in Leipzig am besten wachsen wird, dann machen wir Leipzig. Das ist völlig klar. Wieder mal will sich Pascal nicht so recht in die Karten schauen lassen, auch nicht beim Geld. Büro, Werkzeuge, Material, das alles kostet einen sechsstelligen Betrag. Konkreter wird er nicht werden. Wie wichtig ist es denn für euch, dass ihr dieses Geld jetzt von den Investoren bekommt? Was hängt da für euch dran? Das ist elementar, das ist die Grundlage von allem. Wir haben jetzt alles investiert, was wir haben. Wir freuen uns, dass wir das Mittagessen noch bezahlen. Ich also kann, na, ganz so ist es nicht, aber wir haben beide unsere Jobs gekündigt. Freuen uns auf den Neuanfang, aber die Investitionen sind halt da. Von diesem Investment sind wir natürlich auch abhängig, um so ein Unternehmen wirklich auch auszustatten. Das ist aus privaten Mitteln nicht machbar und dafür benötigt das Unternehmen hier auch Investoren. Und daran steht, oder darauf fußt entsprechend auch alles und damit steht und fällt das Ganze. Ein paar Tage später ist es soweit. Um 7 Uhr morgens treffen wir Pascal daheim. In einer Stunde telefoniert er mit den Investoren und weiß, ob sich das Risiko gelohnt hat. Mit Meditation bereitet er sich auf das wichtige Gespräch vor. Pascal ist fokussiert, das merkt man. Er versucht, die Anspannung nicht zu zeigen. Ja, Pascal, was passiert heute? Heute einigen wir uns mit den Investoren und dem Business Angel darauf, wie die Zusammenarbeit aussieht. Eine gute Einigung, ganz wichtig. Für beide Seiten gut. Was ist eine gute Einigung? Dass für alle genug zum Leben bleibt. Wie viel Geld Pascal bekommt, hängt davon ab, auf welchen Unternehmenswert er sich mit den Investoren einigt. Die wollen natürlich mit einem tiefen Wert einsteigen, weil sie dann weniger für ihre Anteile bezahlen müssen. Das würde aber auch weniger Geld für Pascal bedeuten. Wir haben uns öfters mit denen getroffen, die haben sich jetzt alles schon abgestimmt. Also die wissen ganz genau, was sie heute von uns wollen. Und dann muss ich mich jetzt mal überraschen lassen, was da heute passiert. Das liebe ich.
kurz geduscht und angezogen. In wenigen Minuten startet der Videocall. Guten Morgen, Conny. Guten Morgen, Jackson. How are you? Katja ist auch da. Und der Günther. Alle vier Investoren sind dabei. Sie entscheiden jetzt über die Zukunft von Yourgrow und auch über Pascals Zukunft. Sehr gerne. Ich glaube, jeder wartet gerade auf den anderen, dass er was sagt. Das Gespräch geht in die heiße Phase. Da müssen wir draußen bleiben. Kann sich Pascal mit den Investoren einigen? Oder liegen die Vorstellungen über den Wert von Yourgrow zu weit auseinander? Eine halbe Stunde später. Ja. Nee, ist glaube ich auch fair, das zu berücksichtigen. Ja, also ist halt einfach so, wie er sagt, wenn der TGFS das dann nicht klappen würde, dann macht ein Discount rein. Und umso länger das dann dauert, quasi bis gewandelt werden kann, ist auch völlig klar, dass der einen höheren Risikoaufschlag dann braucht. Also. Bis demnächst. Ciao. Und? Ja. Hat geklappt. Ich muss mir kein anderes Szenario überlegen. Wir haben uns geeinigt. Ihr habt einen Deal? Ja. Krass. Kennst du das, wenn was passiert und es fühlt sich noch ein bisschen unwirklich an? Ja. So fühlt sich's gerade an. Der Deal klappt, aber kann Pascal auch zufrieden sein? Bekommt er genug Geld von den Investoren? Nach Besprechung mit Carsten. Ich hab's nochmal probiert. Ja. Ja, aber. Erleichterung sieht irgendwie anders aus. Aber so ganz lässt sich Pascal mal wieder nicht anmerken, was in ihm vorgeht. Lief's doch nicht wie geplant? Dann habe ich auch schon noch mal argumentiert, warum ich glaube, dass wir ein bisschen mehr wert sind. Und dann haben wir uns geeinigt. Wer ist wem entgegengekommen? Wir sind entgegengekommen. Also die Differenz war relativ gering, wo wir, also wie wir auseinanderlagen. Und wegen dieser Differenz jetzt quasi in den Clinch zu gehen oder sich dann irgendwie schlechte Stimmung aufkommen zu lassen, ist ja eigentlich ist nicht förderlich. Und deswegen war dann auch klar, okay, dann komme ich jetzt entgegen und dann sagen wir, und dann steht der Wert auch so, wie wir ihn vereinbart haben, und dann können wir jetzt weitermachen. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich noch spazieren. So ein bisschen Adrenalin hat man jetzt schon. Das muss ich gerade erstmal abbauen. Nur so langsam lässt die Anspannung nach. Aber das Wichtigste ist, der Deal ist in der Tasche, wenn auch mit ein bisschen weniger Geld als erhofft. Trotzdem, Pascal kann jetzt richtig mit Yourgrow loslegen. Job gekündigt, alles auf eine Karte gesetzt, Neustart erfolgreich. Halt, noch kurz dranbleiben. Hi, ich bin Alex, ich bin der Autor von dem Film, den ihr gerade gesehen habt. Ich sitze hier gerade im Schnitt. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Filme, in denen Leute einen Neustart wagen, dann habe ich zwei Tipps für euch. Hier gibt es einen Film über einen Kinobesitzer, der nach dem Corona-Lockdown den Neustart wagt. Und hier geht es um den Neustart der Leute in Beirut nach der großen Explosion.